Das, was wir in Roswell gefunden haben, ist noch viel schockierender, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Alles andere als Wesen von einem anderen Stern. Es sei zwar tatsächlich ein Raumschiff abgestürzt, doch was wir in diesem fanden, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Etwas völlig anderes, noch extremeres. Und damit hallo meine Lieben zu den erstaunlichen Worten einer Journalistin, die sich jahrzehntelang mit dem Thema UFOs und Aliens auf der Erde auseinandergesetzt hat. Während ihren Recherchen will sie nicht nur den wahren Zweck der außerirdischen Präsenz auf der Erde herausgefunden haben, wie unvorstellbar lange sie schon hier seien, sondern auch, dass UFOs und Aliens viel komplizierter sind, als viele annehmen würden. Und dies habe sich das erste Mal beim berühmten Roswell-Absturz gezeigt, als der Militärarzt sein Messer an die geborgenen Körper ansetzte. Was dahinter steckt und sehr viel mehr, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Es ist wohl der bekannteste Fall, wenn es um einen Absturz eines unbekannten Objekts geht. Der UFO-Vorfall in Roswell. Im Sommer des Jahres 1947 berichtet die örtliche Presse von einem außergewöhnlichen Vorfall. Der Rancher William McBrazel habe am 14. Juni verstreute Trümmer auf der Foster Ranch gefunden. Seltsame metallische Überreste. Leicht und dennoch stabil, wie Alufolie und dann doch wieder ganz anders. Nichts, was er je zuvor gesehen hatte. Er informiert den Sheriff von Roswell über seinen Fund, dieser wiederum das Roswell Army Airfield. Ein paar Militärs werden zur Ranch geschickt, um die Trümmer zu untersuchen. Einen Tag später titelt die Roswell Daily Record: Die Luftwaffe hat eine fliegende Untertasse auf einer Ranch in der Roswell-Region gesichert. In den letzten Jahrzehnten haben wir unzählige Berichte über den Roswell-Vorfall gehört und man könnte tatsächlich ganze Stunden mit den Zeugenaussagen füllen. Der interessanteste Aspekt ist natürlich nicht das vermeintlich abgestürzte Raumschiff an sich, sondern wer oder was sich in diesem befand. Außerirdische Wesen, die den Absturz sogar teilweise überlebt haben sollen. Und auch David Grush sprach während der UFO-Anhörung im Kongress nicht nur über abgestürzte und geborgene UFOs, sondern auch über die Bergung von nichtmenschlicher Biologika, wie er es damals nannte. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor wenigen Monaten erst auch einige meiner deutschen Kollegen von dem Begriff nichtmenschliche Intelligenz sprachen. Es sei ein völlig neuer Begriff, um das Wort Außerirdische zu vermeiden. NHI, Non-Human Intelligence. An dieser Wortwahl merke man, dass man das Thema UFOs und Aliens nun seriöser behandeln wollen würde. Das ist natürlich völliger Quatsch. Der Begriff nichtmenschliche Intelligenz wird schon seit Jahrzehnten von Ufologen benutzt. Und so auch von Linda Moulton Howe, die im Jahr 2013 beim sogenannten Citizen Hearing, also einer Bürgeranhörung, im National Press Club sprach. Eine Journalistin, die gar schon mit dem Emmy ausgezeichnet worden ist, für ihre Doku Erntezeit der Aliens. Sie sprach von jener nichtmenschlichen Intelligenz, die während des Roswell-Absturzes geborgen worden sei. Doch das, was man dort entdeckte, sei alles andere als nichtmenschliche Biologika gewesen. Ein wirklich interessanter Aspekt, den wir uns am besten von ihr selbst einmal anhören sollten. Als der Chirurg in Roswell bei einem der Körper das Skalpell zur Hand nahm, um seine Obduktion zu beginnen, stellte sich etwas sehr Seltsames heraus. Der verfasste Bericht beinhaltet, dass es sich nicht um Gewebe handelte, keine Haut eines biologischen Wesens. Vielmehr handelte es sich um eine Art Stoff, eine künstliche Schicht, die Teil des Wesens war, fest zu ihm gehörte.
keine Kleidung, die es trug, und auch keine schützende Ummantelung. Was immer es auch war, es war keine biologische Einheit. Unsere Regierung entdeckte bereits 1947, dass wir es hier wahrscheinlich nicht mit der Hauptintelligenz zu tun hatten, die hinter dem abgestürzten Raumschiff in Roswell steckt, sondern mit etwas, das heute in den Bereich der Androiden fällt, so wie wir heute unsere Drohnen über die Welt fliegen lassen. Es war nicht die Hauptintelligenz, sondern nur so etwas wie Drohnen. Ja, es macht durchaus Sinn. Menschen, die sagen, sie seien Opfer einer Entführung durch Außerirdische, berichten ja immer wieder, dass ihre außerirdischen Entführer sehr roboterhaft wirken, emotionslos, als wären sie Maschinen. Doch auch die Wissenschaft stimmte erst vor kurzem dieser Theorie zu. John Kirkpatrick, der Direktor des Arrows, also dem UFO-Büro des Pentagons, und A.B. Loeb, wir kennen ihn alle, verfassten erst Anfang des Jahres einen Artikel zu den aktuellen Erkenntnissen zum UFO-Phänomen. Und ihre Worte passen perfekt zu den Worten von Linda Moulton Howe. Das, was wir hier auf der Erde sehen, die vielen unidentifizierten Objekte, egal ob wir sie nun UFOs oder UAPs nennen, seien im Grunde Drohnen. Teil einer auch heute noch funktionsfähigen außerirdischen Ausrüstung. Autonome Objekte, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Da wäre es natürlich nicht weit davon entfernt, einer solchen künstlichen Intelligenz auch einen Körper zu geben, dem Menschen ähnlich oder vielleicht sogar ein Abbild ihrer Erschaffer. Doch die Journalistin hatte damals nicht nur etwas über das Erscheinungsbild der Roswell-Aliens zu sagen, auch sprach sie von eben jener Hauptintelligenz. Wer diese überhaupt ist und wie lange sie schon mit der Erde und dem Menschen interagiert. Durchaus gewagte Worte, aber wirklich sehr hörenswert. Ich habe euch die Aussage von Howe übersetzt und bevor ich was dazu sage, hört ihr euch das am besten einfach mal selbst an. Ich habe nie vergessen, dass diese außerirdischen biologischen Wesen die DNS und die sich bereits entwickelnden Primaten manipuliert haben, um den Homo sapiens zu erschaffen. Laut einer Quelle, die für das DIA arbeitet und sich bereits im Ruhestand befindet, weiß auch die Regierung davon. Er sagte mir, Linda, wir sind davon überzeugt, dass die Intelligenz, die mit diesem Planeten interagiert, seit mehr als 270 Millionen Jahren, noch vor den Dinosauriern hier war. Wenn die Größe und das Ausmaß dieses Phänomens so groß ist und wenn unsere Regierung im Zweiten Weltkrieg und danach Stück für Stück über diese Tatsachen gestolpert ist, dann kann ich gut verstehen, warum Präsident Truman und Churchill und Eisenhower und diese ganze Gruppe von Leuten gesagt haben, lasst uns zwei Generationen warten, bis wir herausfinden, womit wir es zu tun haben. Und was mich nervös macht und was mich beunruhigt ist, dass etwas in der Unterwelt dieses Landes sehr falsch läuft. Das hängt meiner Meinung nach direkt mit der Politik der Verleugnung zusammen. Mit der Tatsache, dass außerirdische biologische Entitäten, um den Ausdruck unserer Regierung in ihren eigenen geheimen Dokumenten zu verwenden, seit Jahrhunderten mit diesem Planeten interagieren. Und dass es eine enge Beziehung zwischen dem gibt, was wir sind und dem, was sie geschaffen haben. Und das könnte auch erklären, warum es nirgendwo einen umfassenden Beweis dafür gibt, dass diese nichtmenschliche Intelligenz uns feindlich gesinnt ist oder uns gar etwas antun wollen. Aus meiner Sicht als investigative Journalistin, die mit so vielen Menschen gesprochen hat, scheint es ein laufendes Forschungsprogramm der nichtmenschlichen Intelligenz zu geben, um zu erforschen, was auf der Oberfläche des Planeten vor sich geht. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, um dahinter zu kommen. Diese Worte von Howe sind auch heute noch für viele Ufologen sehr aktuell, zumindest teilweise. Die Unterdrückung von Informationen durch die Regierung und die Funktion von UFOs als Beobachtungsinstrumente. Und auch in der Präastronautik findet sich die schon seit Jahrtausende andauernde Interaktion mit dem Menschen wieder. Gar die Manipulation unserer DNA. Man denke nur an Zachariah Sitchin und die Anunnaki. Es hört sich beinahe wie eine Zusammenfassung all jener Theorien an.
Interessanterweise bleibt aber bei all den Theorien eine nicht unwichtige Sache offen. Ist diese Hauptintelligenz überhaupt noch hier? Oder sind es nur noch jene Beobachter, die von ihr entwickelt worden sind? Künstlich erschaffene Drohnen mit einem humanoiden Aussehen, von denen wir nur annehmen, sie seien biologische Wesen. Gut möglich, dass wir es hier nur mit hochentwickelter Technologie zu tun haben, für uns als solche gar nicht zu erkennen, nicht auf dem ersten Blick. Und damit stellt sich natürlich diese eine Frage: Wird diese Hauptintelligenz irgendwann noch einmal zurückkehren? So alt auch die Worte von Ho sind, so interessant sind sie doch, auch heute noch. Und wie gesagt, es würde tatsächlich Sinn machen. Wir selbst schicken schließlich auch erst einmal Sonden und Rover zu anderen Planeten, lassen diese dort für Jahre zurück, die uns dann wiederum Informationen zur Erde senden. Warum sollte also diese Hauptintelligenz selbst vor Ort bleiben, wenn es doch ebenso eine von ihr entwickelte KI tun kann? Eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert, auch wenn man die Worte von Ho natürlich immer mit Vorsicht genießen sollte. Aber was haltet ihr von ihren Aussagen? Könnte es tatsächlich stimmen, dass wir lediglich von künstlich erschaffenen Wesen beobachtet werden und nicht von ihren Erschaffern? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich immer sehr. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, falls ihr es denn noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.